Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Vielen Dank, lieber Daniel, für die nette Einführung, die aber auch eine ganz schöne Bürde jetzt darstellt, was du alles angekündigt hast. Weiß ich gar nicht, ob ich das einlösen kann. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich war schon mehrere Male Gast als Zuhörer beim BSI Herbstforum, aber ich durfte noch nie vortragen und freue mich, dass ich heute die Gelegenheit habe, das zu tun. Ich möchte was sagen, vielleicht nochmal, also was zum Teil sicher schon bekannt ist, was gestern Abend in der Diskussion auch immer wieder gesagt wurde über den Zusammenhang von sozialer Ungleichheit und politischer Ungleichheit und inwieweit wir denn überhaupt von politischer Ungleichheit sprechen müssen. Und wichtig ist mir das, weil in mehreren Vorträgen, die ich gestern gehört habe, wurde immer gesagt, naja, was ist denn eigentlich das Problem an sozialer Ungleichheit? Und dann wurde mehrmals gesagt, naja, selbst die OECD sagt jetzt, das Wirtschaftswachstum ist geringer, wenn die Ungleichheit zu hoch ist. Das mag stimmen oder nicht. Ich würde sagen, viel grundlegender und also der Grund, warum ich mich damit beschäftige, ist, dass die Demokratie leidet, wenn die soziale Ungleichheit zu groß ist. Und das kann man statistisch zeigen im Ländervergleich, dass in Ländern, wo die Ungleichheit höher ist, die Wahlbeteiligung niedriger und ungleicher ist. Statt aber jetzt Ihnen Statistik vorzuführen, möchte ich versuchen, das mit einem optischen Eindruck zu vermitteln. Ich hoffe, Sie können sozusagen die Bilder erkennen. Das sind vier Stadtteile in Köln und wie Sie erkennen können, unterscheiden sich die Lebensverhältnisse in diesen Stadtteilen ein wenig. Und also links oben, das ist Chorweiler, der ärmste Kölner Stadtteil mit 20% Arbeitslosenquote und einer hohen Armut. Dann rechts daneben ist Mülheim, ein ehemaliger Arbeiterstadtteil mit hohem Migrantenanteil. Links unten ist Sülz, das ist so das Univiertel, sehr viel Altbauten, da wohnen viele Menschen, die an der Universität arbeiten. Und rechts unten ist Hahnwald. Hahnwald ist sozusagen ein Villenviertel, abgeschottet vom Rest, in so einem kleinen Wald gelegen im Süden Kölns. Da stehen sozusagen freistehend eine Villa neben der anderen. Es macht einen Unterschied, wo Sie dort wohnen, und es macht auch einen Unterschied für die Höhe der Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl 2013. Zwischen diesen Stadtteilen lagen nämlich 45% in der Wahlbeteiligung bei einer Bundestagswahl. Wenn wir Kommunalwahlen oder Europaparlamentswahlen angucken würden, sind die Unterschiede tendenziell fast noch größer. Da liegen wir in den armen Stadtteilen bei einer Wahlbeteiligung von vielleicht 20%. Das spiegelt noch nicht mal die reale Beteiligung wider, weil in den armen Stadtteilen natürlich noch viel mehr Menschen leben, die gar nicht erst wahlberechtigt sind. Also wenn Sie fragen, wie viele Personen der Wohnbevölkerung dort noch an Wahlen teilnehmen, sind wir bei wirklich sehr geringen Zahlen. In Hahnwald, in dem reichsten Stadtteil Kölns, wählen weiterhin 9 von 10 Wahlberechtigten. Das als Auftakt. Ich möchte Ihnen ein bisschen sozusagen ausführlicher jetzt noch was sagen zu dem Grad an Ungleichheit, den wir in der politischen Beteiligung haben. Ich fange an mit der Wahlbeteiligung, und das kann man auf zwei Arten sich angucken, mit Umfragen oder auf räumlicher Ebene. Dann gucke ich mir kurz andere Formen politischen Engagements an, die Mitgliedschaft in Organisationen und Parteien und wer wird eigentlich nominiert für den Bundestag und wer landet eigentlich im Bundestag, also wie ist der Bundestag eigentlich zusammengesetzt, und komme dann zu einem Fazit, warum ich glaube, dass soziale Ungleichheit und politische Ungleichheit zusammenhängen und das eine das andere bedingt, und zwar in beide Richtungen. Okay, Wahlbeteiligungsunterschiede zwischen sozialen Gruppen. Das ist nur sozusagen, ruft Ihnen wahrscheinlich allen nur in Erinnerung, was Sie wissen, die Wahlbeteiligung sinkt in Deutschland. Das sind jetzt alle Wahlen zwischen 1946 und 2013. Auf den verschiedenen Ebenen, also Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Kommunalwahlen und Europaparlamentswahlen, und einfach pro Jahrzehnt die durchschnittliche Wahlbeteiligung, die Grundlage sind Bundesländer. Und wir sehen sozusagen, es gibt einen Anstieg bis in die 70er Jahre und seitdem sinkt von Jahrzehnt zu Jahrzehnt die Wahlbeteiligung, und zwar bei allen Wahlarten, es gibt keine Ausnahme. Und in der Politikwissenschaft gab es in den 90er Jahren noch eine Debatte darüber, was erleben wir da, was sehen wir da eigentlich? Sehen wir nicht einfach nur die Normalisierung sozusagen eines Trends? Die 70er Jahre waren außergewöhnlich politisiert und jetzt kehren wir wieder auf das normale Maß der Beteiligung zurück. Aber heute liegen wir ja noch unter dem Grad an Beteiligung, die es in den 50er Jahren gab oder in den 60er Jahren. Also die These, dass es einfach so eine Wellenbewegung ist und wir jetzt wieder auf dem Ausgangsniveau gelandet sind, stimmt nicht. Wir liegen niedriger als jemals zuvor in der Geschichte, zumindest der Bundesrepublik. Das alleine müsste uns, glaube ich, noch nicht zu stark irritieren. Problematisch ist dieser Trend, weil zahlreiche Forschung zeigt, dass eine niedrige Wahlbeteiligung eine ungleiche Wahlbeteiligung ist.
Und es gibt nicht viele Gesetze, die wir so als Sozialwissenschaftler hinkriegen, aber es gibt das sogenannte Gesetz der Streuung. Das wurde schon 1932 von einem schwedischen Politikwissenschaftler aufgestellt, Herbert Tingsten. Und er hat eben genau das gesagt. Nur wenn die Wahlbeteiligung hoch ist, ist sie einigermaßen egalitär. Wenn sie niedrig ist, gilt das Gegenteil, sie ist dann sehr ungleich. Und das schauen wir uns jetzt an. Also erstmal, wer hat eigentlich bei der Bundestagswahl 2013 teilgenommen oder wer sind die Nichtwähler? Und hier sind die Nichtwähler aufgeteilt, also aus welchen Einkommensgruppen rekrutieren die sich? Und das sind also sind 5 Einkommensgruppen und also jede bei Definition ist 20% der Bevölkerung. Und dann gucken wir, wie viele von diesen Gruppen gehören denn zu den Nichtwählern? Und da sehen wir eben, dass die untersten 20% fast 40% der Nichtwähler stellen, während die obersten 20%, ich kann es jetzt gar nicht, 7% stellen. Ja, also sozusagen erster Eindruck. Wer zu den Nichtwählern gehört, ist nicht ganz zufällig in der Bevölkerung verteilt, sondern je höher ihr Einkommen ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch bei der letzten Bundestagswahl teilgenommen haben. Und das Gegenteil gilt eben auch. Jetzt könnte man ja annehmen, naja, das war sicher schon immer so. Das ist aber nicht der Fall. Was ich hier gemacht habe, ist Umfragen über 30 Jahre ausgewertet. Also Albus ist das von 1980 bis 2012. 2014 kann man auch noch dazu fügen. Und da werden die Leute eben gefragt, haben Sie bei der letzten Bundestagswahl gewählt? Dummerweise ist es so, dass es in Umfragen viele Fehlauskünfte gibt. Also wenn Sie fragen, haben Sie gewählt, sagen sehr viel mehr Leute, ja klar, ich gehe immer wählen, als sie es tatsächlich tun. Also das heißt, das Niveau jetzt dieser Zahlen oder dieser Kurven liegt höher, als es in der Realität ist. Mir geht es aber nicht um das Niveau, also mir geht es nicht genau darum zu sagen, das ist genau exakt die Wahlbeteiligung, sondern es geht um den Trend, den Sie hier erkennen können. Und der Trend ist relativ eindeutig. Die 3 Grafiken unterscheiden einerseits, ich bin dir zu nah dran, Bildungsgrad, subjektive Schichtzugehörigkeit und Einkommen und immer in 3 Gruppen aufgeteilt, niedrig, mittel, hoch. Und wir sehen, in egal welche Art von Schichtungsvariable wir benutzen, am Anfang des untersuchten Zeitraums 1980 gab es kaum Unterschiede in der Beteiligung, also in den Berichten darüber, ob man beteiligt hat oder nicht. Und über Zeit sinkt in allen Gruppen die Wahlbeteiligung. Aber sie sinkt in sehr ungleichem Maß. Und sie sinkt am stärksten jeweils bei denen mit geringer Bildung, mit niedriger subjektiver Schichteinordnung und mit niedrigem Einkommen. Ja? Und also es gibt eine deutliche Spreizung in der Wahlteilnahme. Und das sozusagen ist ja genau das, was das Gesetz der Streuung, das ich eben genannt hatte, beinhaltet. Also wir haben gesehen, die Wahlbeteiligung sinkt. Und wir sehen auch, sie wird über den Zeitverlauf immer ungleicher. Ja? Und als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, so ab 2009 ungefähr, war das eigentlich kein großes Thema in der Öffentlichkeit und eigentlich auch nicht in der Politikwissenschaft. Und da habe ich eine Zeitungsrecherche gemacht und es gab erstmal kaum Artikel vor 2009, die sich überhaupt mit der Höhe der Wahlbeteiligung und ob das ein Problem ist, auseinandergesetzt haben. Und wenn es gemacht wurde, wurde immer gesagt, naja, also es gibt sozusagen eine weit verbreitete Unzufriedenheit und gerade sehr politisch interessierte Leute, die finden Wahlen ein nicht mehr besonders interessantes Instrument, sich zu beteiligen. Es wäre doch viel besser, in der Bürgerbewegung mitzuarbeiten oder andere Dinge zu tun. Und also es gibt sozusagen keine soziale Verzerrung. Die Höhe der Wahlbeteiligung ist eigentlich für die Qualität der Demokratie völlig unerheblich. Ja, und das hat sich, glaube ich, tatsächlich, wie Daniel gesagt hat in der Einleitung, es hat sich, glaube ich, ein bisschen geändert. Also wie viel ich dazu beigetragen habe, das lassen wir mal dahingestellt. Aber also es gibt jetzt ein Bewusstsein dafür, dass sich die Wahlbeteiligung nicht nur einfach gleichmäßig über alle Gruppen hinweg sinkt, sondern dass sie sehr ungleich zurückgeht und dass es bestimmte Gruppen sind, die massenhaft nicht wählen gehen. Die Grafik bezieht sich auf Bundestagswahlen. Wir haben gesehen, wie groß die Niveauunterschiede sind bei Landtagswahlen oder Kommunalwahlen. Wenn die durchschnittliche Beteiligung nur noch bei 50% liegt, würden die entsprechenden Zahlen hier natürlich auch sehr viel niedriger liegen. Ich habe auch Landtagswahlen mir angeschaut. Das ist sozusagen jetzt die gegenteilige Darstellung, deswegen ist es ein bisschen ungeschickt, das hätte ich umdrehen sollen. Also hier ist jetzt der Anteil der Nichtwähler abgetragen. Insofern steigen die Kurven statt zu fallen. Das ist vielleicht nicht so gut gewählt. Und aufgeteilt nach Berufsgruppen. Also warum mache ich jetzt so unterschiedliche Dinge? Naja, es könnte also die Zusammensetzung nach Bildungsgruppen unterscheidet sich über Zeit, die subjektive Schichtzugehörigkeit unterscheidet sich, auch welche Berufsgruppen in welchem Ausmaß vorhanden sind. Aber es ist fast egal, welche Art von sozusagen Informationen wir nehmen. Es zeigt sich immer das eindeutige Bild, wie sehr sich die Beteiligung auseinanderentwickelt. Und hier sind jetzt Berufsgruppen und die oberste blaue Linie, also der höchste Anteil an Nichtwählern, finden wir unter Arbeitern, dann kommen die Facharbeiter und so weiter. Sie können das durchgehen. Ich hoffe, man kann das so einigermaßen lesen. Ja, Sie können das, glaube ich, besser lesen als ich.
Und bei einer Landtagswahl in Westdeutschland ist die Wahrscheinlichkeit von Arbeitern, nicht zu wählen, höher als die Wahrscheinlichkeit, die SPD zu wählen. Also wenn Sie vorhersagen wollen, was wird jemand machen, über den wir nichts wissen, außer dass er sozusagen Arbeiter ist, dann ist dann haben Sie die höchste Treffsicherheit, wenn Sie sagen, ja, der wird wohl zu Hause bleiben am Wahltag. Nicht SPD, nicht Linkspartei oder sonst irgendwas, sondern die bleiben zu Hause. Ja, und das ist eine dramatische Veränderung. Auch da 1978, also das ist der Anfang des Untersuchungszeitraums, galt genau das Gegenteil. Also die beiden Kurven schneiden sich sozusagen und der Aufstieg der Nichtwahl geht eindeutig sozusagen auf Last der Wahl für Parteien links der Mitte. Das war sozusagen ein kleiner Eindruck. Was kann man mit Umfragen machen? Ich habe gesagt, das ist nicht die ideale Datenquelle, weil es eben diese Tendenz zur Fehlauskunft gibt. Und deswegen habe ich in meiner eigenen Forschung auch immer sehr stark räumliche Daten benutzt, also in der Regel Informationen aus Stadtteilen. Ja, also das erste Bild, das Sie gesehen haben von Köln, war ja sozusagen vier Stadtteile. Jetzt vier Stadtteile, da könnte man sagen, das ist vielleicht ein bisschen willkürlich gewählt. Vielleicht gibt es das Muster ja anderswo gar nicht. Und ich habe mir nur irgendwelche Extreme rausgesucht, nur weil es schön passt. Und habe dann eben angefangen, das mal ein bisschen systematischer zusammenzusuchen. Hier sind jetzt, also in diesem Streudiagramm, steht jeder einzelne Punkt für einen der 86 Kölner Stadtteile. Ja? Und auf der horizontalen Achse ist die Höhe der Arbeitslosenquote abgetragen und auf der vertikalen Achse die Wahlbeteiligung. Und was Sie zumindest erkennen sollten, ist, es gibt ein klares Muster. Wenn wir uns von links nach rechts horizontal bewegen, bewegen wir uns gleichzeitig runter. Also je höher die Arbeitslosenquote in einem Stadtteil, desto niedriger ist die Wahlbeteiligung. Der Punkt, sozusagen der einsame Punkt links oben, ist Hahnwald, das kennen Sie schon. Ja? Und der einsame Punkt rechts unten ist Chorweiler. Also insofern sind es schon extreme Fälle, die ich Ihnen gezeigt habe. Aber das Muster zieht sich systematisch durch alle Stadtteile. Wenn Sie von zwei Stadtteilen wissen, wie hoch die Arbeitslosenquote ist, können Sie fast mit hundertprozentiger Sicherheit vorhersagen, wo die Wahlbeteiligung höher oder niedriger ausfallen wird. Ja, es ist ein ganz enger, systematischer Zusammenhang. Es gibt keine wilde Verteilung der Punkte, sondern die liegen relativ eng, sagen, um diese Trendlinie herum. Ja, das heißt, es ist für die Sozialwissenschaften ein erstaunlich sozusagen enger und den wir gar nicht so oft finden Zusammenhang. Also in dem Maße, als ich das zum ersten Mal grafisch dargestellt habe, war ich selber überrascht, weil normalerweise sozusagen sind wir mit viel weniger starken Zusammenhängen schon ganz glücklich und denken, wir haben was rausgefunden. Aber hier ist es sozusagen, eindeutiger kann es nicht sein. Ist das eine Kölner Besonderheit? Nein. Bei diesem ominösen Bertelsmann-Projekt haben wir für 30 Großstädte in Deutschland Daten auf räumlicher Ebene zusammengesucht und verschiedene Indikatoren benutzt. Also Arbeitslosenquote steht hier stellvertretend für alle möglichen anderen Maßzahlen sozialer Ungleichheit. Und haben dann sozusagen diese Informationen zusammengetragen. Und also hier sind es jetzt 967 Stadtteile aus eben fast 30 deutschen Großstädten. Und das Muster ist genau dasselbe. Es ist völlig egal, ob Sie in Ost- oder Westdeutschland, Nord- oder Süddeutschland sind. In allen Städten, die wir untersucht haben, gibt es dieses sehr klare Muster, dass dort, wo die ärmeren Menschen wohnen, ist die Wahlbeteiligung niedrig. Ja. Und also das ist sozusagen hier nochmal grafisch dargestellt. Hier steht jetzt jeder Punkt eben für einen der 967 ausgewählten Stadtteile. Auch da kann man fragen, wie bei dem Blick auf Umfragedaten, ja, war das vielleicht schon immer so? Gab es schon immer arme Stadtteile und in armen Stadtteilen haben eben weniger Menschen gewählt? Also das ist sozusagen gar nicht keine Besonderheit. Diese Punktaufnahme von 2013 wäre vielleicht auch schon 1980 und 1972 so gewesen. Das ist, Sie ahnen, ist aber vielleicht schon nicht der Fall. Hier ist die Wahlbeteiligung, die durchschnittliche Wahlbeteiligung in der Stadt Bremen abgetragen. Das ist die blaue Linie. Und das die höchste und die niedrigste Wahlbeteiligung in einem der Bremer Ortsteile. Bremerhaven gab es keine Daten. Also sozusagen die obere Linie ist die höchste Wahlbeteiligung in einem Stadtteil, die untere ist die niedrigste. Und dann sehen wir, 1972 waren es, ich kann es jetzt nicht so gut sehen, aber also etwas mehr als 10 Prozentpunkte Unterschied. Und sozusagen über Zeit sinkt die Wahlbeteiligung und die Streuung oder die Spreizung zwischen oben, hoch und niedrig wird immer größer. Also am Ende des betrachteten Zeitpunkts, und ich habe die Skala so ein bisschen verändert, damit es sichtbar wird, aber also die Zahlen können Sie auch so erkennen, liegen eben, ich glaube, fast 35 oder 40 Prozentpunkte zwischen den Bremer Ortsteilen, während es sozusagen bei den Wahlen, wo eine sehr hohe Wahlbeteiligung war, es nur 10 Prozentpunkte waren. Also es gab Wahlen in der Bundesrepublik, wo die Wahlbeteiligung hoch und egalitär war.
Aber mit dem Sinken der durchschnittlichen Wahlbeteiligung sehen wir, egal ob wir Umfragedaten benutzen oder ob wir räumliche Daten benutzen, denselben Trend. Die Wahlbeteiligung wird niedriger und ungleich. Es gibt eine Fülle von Erklärungen, ja, und politikwissenschaftlicher Modelle, die versuchen zu sagen, woran liegt das. Und also es gibt ein paar Variablen oder Erklärungsfaktoren, die da immer ganz wichtig sind, politisches Interesse und anderes. Ich will Ihnen aber jetzt nur mal zwei ausgewählte Dinge zeigen, die einen Zusammenhang zwischen diesem räumlichen Muster und dem Muster auf Individualebene zeigen. Einmal wählen und nicht wählen ist ansteckend. Hier wurden Menschen in der Umfrage gefragt, ob sie selber wählen werden und wie sie das denn einschätzen, wie viele ihrer Nachbarinnen und Nachbarn denn wahrscheinlich wählen gehen. Ja? Und da sehen wir, dass diejenigen, die sagen, bei uns wählt fast niemand oder nur wenige, das sind ungefähr die Hälfte, sagt, und ich selber habe vor, wählen zu gehen. Und es steigt sozusagen kontinuierlich an, dort, wo die Leute sagen, ja, alle anderen wählen auch. Da sagt man auch von sich selbst, dass man wählen geht. Das ist einerseits sozusagen, gibt es da so einen sozialen Ansteckungseffekt, das kann man zeigen. Und natürlich drückt es auch aus, dass Menschen in völlig unterschiedlichen Stadtteilen wohnen. Manche wohnen eben in Hahnwald und da stimmt es auch, dass alle anderen wählen gehen. Und andere wohnen in Chorweiler und da stimmt es eben nicht, dass alle anderen wählen gehen. Und man kann sozusagen durch statistische Tricks zeigen, dass sozusagen die Beobachtung, was andere tun, das eigene Verhalten auch mit beeinflusst. Wenn ich glaube, dass die anderen alle nicht gehen, habe ich auch eine geringere Wahrscheinlichkeit, selbst zu gehen. Und ein zweiter Punkt, mit wem sprechen Menschen eigentlich über Politik? Ja, und das ist auch was gefragt wurde zur Bundestagswahl 2013. Und diejenigen, die von sich selbst sagen, ja, ich gehe wählen, die sprechen auch ganz überwiegend mit anderen Menschen, von denen sie ausgehen, dass sie auch wählen gehen. 70%. Und genau, also, oder nicht genau das Gegenteil, aber also der Anteil von denen, die sagen, ich gehe nicht wählen, und sie sprechen auch nur mit Leuten, die sagen, sie gehen nicht wählen, ist sozusagen sehr viel höher. Ja? Also allein schon durch soziale Segregation bringen wir Menschen zusammen, die eine unterschiedliche Wahrscheinlichkeit haben zu wählen. Ja? Und je mehr diese Netzwerke homogen sind, also je mehr man immer nur mit Leuten spricht, die sich so verhalten wie man selbst auch, desto stärker wird sozusagen das eigene Verhalten auch dadurch geprägt und also in die eine oder andere Richtung beeinflusst. Okay. Wahlen sind natürlich nur eine Form, sich politisch zu beteiligen. Und ich hatte schon gesagt, es gab die These, naja, Wahlen sind vielleicht gar nicht mehr das Interessanteste. Ja? Wir suchen uns andere Formen des Engagements. Und vielleicht wird dieser Rückgang und die Ungleichheit der Wahlbeteiligung ja ausgeglichen durch anderes Engagement. Ja? Vielleicht ist es aus Sicht der Demokratie gar nicht so ein Problem, dass die Menschen nicht mehr wählen, weil sie machen eben andere Dinge. Aber wer macht andere Dinge? Also Ungleichheit bei anderen Formen des Engagements, das ist jetzt nur ein Schlaglicht. Da könnte ich Ihnen sozusagen weitere Bilder zeigen, aber ich habe ja auch nicht unbegrenzt Zeit. Das ist jetzt einfach mal, wie viele sind es? 6 Formen, wie man politisch sich engagieren kann, also mit Mitarbeit in irgendeiner Initiative, Bürgerbewegung, eine Unterschriftensammlung, an Demonstrationen teilnehmen, Diskussionen, Online-Protest und kritischer Konsum. Also Sie kaufen bestimmte Waren, weil sie besonders ökologisch sind oder Sie kaufen andere nicht, weil es sozusagen kein Fairtrade ist und so. Ja? Also Sie durch Kaufentscheidungen drücken Sie politische Haltung aus. Und dann können wir gucken, wieder nach Einkommensgruppen, wie verteilen sich denn diese Formen des politischen Engagements? Und wir sehen wieder, dass das oberste Einkommensfünftel, also die oberen 20%, in allen Formen deutlich überrepräsentiert sind. Und die untersten 2 Einkommensgruppen, also immerhin 40% der Befragten, sind jeweils deutlich unterrepräsentiert. Also es ist mitnichten so, dass diejenigen, die nicht wählen, sagen, ja, aber ich bin doch jede Woche auf der Straße und bringe mein Anliegen zu Gehör. Im Gegenteil, die bleiben auch da zu Hause. Ja? Die, die sich Gehör verschaffen, sind die, die ohnehin auch schon an Wahlen teilnehmen. Die schreiben auch Briefe, wenn ihnen was unter den Nägeln brennt. Die organisieren auch Protest und machen andere Formen politischen Engagements. Und das kann man auch zeigen, ja, das ist jetzt wieder der Zusammenhang zwischen sozusagen, wie aktiv ist eine Person eigentlich, ja, in diesen anderen Formen des Engagements und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit zu wählen. Und da sehen wir, mit ansteigendem alternativen politischen Engagement steigt die Wahrscheinlichkeit, auch wählen zu gehen. Es ist kein Entweder-Oder, sondern diejenigen, die politisch aktiv sind, machen eben einfach beides. Und die anderen machen weder das eine noch das andere. Also der Aufstieg dieser Arten von Beteiligung löst das Problem ungleicher Wahlbeteiligung nicht, sondern verschärft es tendenziell. Mitgliedschaft in politischen Organisationen, ja, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Man geht in eine Gewerkschaft, ja,
Und das ist hier aufgetragen. Und wir sehen auch, also die Mitgliedschaft in Gewerkschaften ist die egalitärste Form, hier sich zu beteiligen. Gleichwohl sind höhere Einkommen leicht überrepräsentiert und insbesondere sozusagen die untersten 20% deutlich unterrepräsentiert. Aber im Vergleich zu anderen Formen, beispielsweise der Mitarbeit in einer Bürgerbewegung, ist es noch eine Organisation, die sozusagen relativ egalitär ist und wo eben Menschen aus verschiedenen Einkommensgruppen zusammenkommen. Bei dem Engagement für den Naturschutz oder in Bürgerbewegungen, das wird nicht näher erklärt, was das ist, sozusagen ist die Schieflage deutlich größer. Ja? Also auch da, spontanes politisches Engagement, das war das, was wir vorher gesehen haben, und stärker dauerhafte Einbindung in politische Organisationen und Verbänden sind systematisch verzerrt zulasten derjenigen, die geringes Einkommen, geringe Bildung und so weiter haben. Wie ist es bei den politischen Parteien? Da sehen wir ein ganz ähnliches Bild. Das ist jetzt über 3 Jahrzehnte. Es gibt keinen wahnsinnigen starken Veränderungstrend, aber auch da, wenn Sie jetzt die 2000er Jahre nehmen, sind das immerhin 64% der Parteimitglieder kommen aus den obersten beiden Einkommensfünfteln. Ja, also auch Parteimitglieder sind kein Querschnitt aus der Bevölkerung, sondern kommen überwiegend aus sozusagen den besser gestellten Schichten. Leider lassen diese Daten es nicht zu, nach den einzelnen Parteien zu differenzieren. Das geht mit einer Befragung, also hier jetzt oder nein, im nächsten Schritt, Moment, jetzt war ich zu schnell. Der erste Schritt wäre, Parteimitglieder anzugucken, und da sehen wir dieses Muster. Aber es gibt eben ganz viele Menschen, die sind in der Partei, aber engagieren sich nicht. Ja? Und die Frage ist, wie ist es denn eigentlich bei denen, die sich engagieren, die Ämter übernehmen, die Posten haben? Und im zweiten Schritt können wir eben uns angucken, wie ist das denn eigentlich bei denjenigen, die für den Bundestag kandidierten, also die aufgestellt wurden, und also leider gibt es hier jetzt wiederum nicht die Informationen über das Einkommen, ja? Also hier sind jetzt Bildungsabschlüsse. Und also in dem unteren Teil der Grafik, nein, im oberen Teil sehen Sie die Bildungsabschlüsse derjenigen, die sozusagen bei der Bundestagswahl aufgestellt wurden als Kandidatinnen und Kandidaten. Und da sehen wir, es gibt die Kategorie höchstens Hauptschule nicht, weil es sind so wenige, dass man das zusammenfassen muss mit höchsten mittlere Reife. Der ganz überwiegende Teil hat Abitur plus Studium. Ja? Und also durch die Parteien, und wir sehen sozusagen bei den Grünen sozusagen sind es noch mehr Leute, die studiert haben. Und wenn wir dann den nächsten Schritt gehen, wer von denen, der jetzt nominiert ist, schafft es dann tatsächlich letztendlich in den Bundestag? Ja, dann nimmt die soziale Selektion nochmal zu. Ja, im Bundestag haben fast alle studiert. Und zwar quer durch die Parteien, also sozusagen SPD und Linkspartei, da haben immerhin auch noch 7 bzw. 8 von 10 Abgeordneten ein Studium absolviert. Dann ist ein Anteil, die haben nur Abitur. Ja, und Leute mit Hauptschulabschluss finden sie überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie hoch der Arbeiteranteil im Moment im Bundestag ist. Es dürften so 2, 3 Leute sein. Ja. Bestimmte Gruppen schaffen es nicht mehr, in den Bundestag zu kommen. Und das ist eine Veränderung. Das war früher anders. Es gab immer, also der Bundestag war noch nie ein Spiegelbild der Gesellschaft. Aber er ist jetzt eine Gruppe relativ homogener Leute, die relativ weit weg sind von den Bildungsabschlüssen, die wir sonst in der Bevölkerung haben. Und hier ist es nochmal über Zeit gezeigt. Das sind aus dem Datenhandbuch des Deutschen Bundestags Anteil der Abgeordneten mit Hochschulabschluss. Und also für die letzte aktuelle Wahlperiode habe ich die Daten noch nicht, aber 2009 waren es 91%. Ja, die haben alle studiert. Und ich habe auch studiert, ist nicht schlimm, studiert zu haben. Ja, aber es bedeutet, dass es gar nicht so einfach ist, bestimmte Probleme nachzuvollziehen und Dinge zu kennen. Es gibt eben nicht mehr Leute im Bundestag, die irgendwann mal am Band gearbeitet haben oder die als Verkäuferin den ganzen Tag irgendwo prekär beschäftigt waren. Ja. Also, und die Homogenität des Bundestags, die ist ein Problem. Ich glaube, bestimmte Erfahrungen werden nicht mehr kommuniziert, die tauchen nicht mehr auf. Und selbst wenn die alle noch so wohlmeinend sind und sagen, ja, wir kümmern uns doch drum, wir haben doch ein offenes Ohr, gibt es bestimmte Erfahrungen, die niemand von denen macht, genauso wie ich sie nicht mache. Ja? Aber ich muss auch niemanden repräsentieren, deswegen ist es nicht so schlimm. Okay, ich komme zum Schluss. Ja. Daniel wird schon unruhig. Höhere soziale Ungleichheit verringert die politische Gleichheit. Das kann man international vergleichend zeigen und das kann man über Zeit zeigen. Eine niedrige ist immer eine sozial ungleiche Wahlbeteiligung. Ja, und dann nur als Fußnote, es ist auch ein reiner Mythos, dass niedrige Wahlbeteiligung Ausdruck von Zufriedenheit wäre. Es wird immer wieder leider auch von politikwissenschaftlichen Kollegen gesagt, das stimmt absolut nicht.
In jeder einzelnen empirischen Auswertung zeigt sich, die unzufrieden sind, bleiben zu Hause. Die, die sagen, es läuft eigentlich im Großen und Ganzen gut, die gehen wählen. Ja? Also man kann nicht sagen, ist alles nicht so schlimm, die Zufriedenen bleiben zu Hause. Nein, die Unzufriedenen bleiben zu Hause, weil sie nicht glauben, dass sie etwas verändern werden. Drittens, politische Ungleichheiten bei anderen Formen des politischen Engagements ist sogar noch größer als bei Wahlen. Ja? Wir können keine Hoffnung darauf setzen, dass wenn wir doch nur mehr Demonstrationen oder andere Sachen haben, dass dann die Ungleichheit ausgeglichen wird. Nein, im Gegenteil. Ja? Und alle Versuche, ja, wir machen noch einen Bürgerhaushalt, die verschlimmern das. Und also das ist sozusagen, damit mache ich mich immer unbeliebt, auch mehr direkte Demokratie tendenziell verschärft das Problem und bessert es überhaupt nicht. Wer politisch partizipiert, wählt auch. Ja? Ist kein Entweder-Oder, hatte ich gesagt. Und von den Wählerinnen und Wählern oder von den Bürgerinnen und Bürgern zu den Wählerinnen und Wählern über die Mitglieder und die Aktiven hin zu den Abgeordneten nimmt die soziale Exklusivität immer weiter zu. Ja? Also mit jedem Schritt, sozusagen je anspruchsvoller das Engagement ist, desto exklusiver wird die Gruppe, die es macht. Und hat das Folgen? Ja? Wirkt sich das dann konkret auf politische Entscheidungen aus? Und da muss man sagen, das ist noch nicht hundertprozentig abgesichert durch die Forschung. Es gibt sozusagen erste Hinweise und ich habe das mal versucht, systematisch zusammenzutragen. Also erstens, bei einer höheren Wahlbeteiligung sagen verschiedene Studien, gibt es auch höhere Sozialausgaben. Bei einer höheren Wahlbeteiligung ist insgesamt der Sozialstaat großzügiger und es findet mehr Umverteilung statt. Drittens, die Ungleichheit, die Einkommensungleichheit ist tendenziell geringer. Und viertens, warum könnte das so sein? Naja, linke Parteien positionieren sich tatsächlich sehr viel weiter links, wenn die Wahlbeteiligung hoch ist. Warum? Ja, wenn alle wählen, muss ich auch für alle ein Angebot machen. Wenn ich aber weiß, dass nur die in Hahnwald wählen, dann kann ich vielleicht sozusagen ein etwas sozusagen abgespecktes Angebot machen oder zumindest dann in dem, was ich tue. Ja? Das könnte der Mechanismus sein. Also es gibt empirische Hinweise, dass die ungleiche Partizipation zu politischen Entscheidungen führt, die Ungleichheit weiter vergrößern, die soziale Ungleichheit. Und diese soziale Ungleichheit vergrößert wieder die politische Ungleichheit. Und wenn es dumm läuft, sozusagen, haben wir hier eine Abwärtsspirale, die nicht so leicht zu durchbrechen ist. Wie wir die durchbrechen, können Sie mir jetzt sagen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, lieber Armin, herzlichen Dank für deinen Vortrag. Wir haben jetzt noch etwas Zeit für Fragen aus dem Publikum. Ich würde sagen, ich sammle jetzt erstmal die Meldungen. Ich sehe jetzt 3 Meldungen. Wir fangen vielleicht mal auf der Seite an und gehen dann, 4 waren es insgesamt. Wir sammeln die 4-mal und dann machen wir mal eine Antwortrunde. Dort hinten rechts war eine Meldung. Vielleicht nochmal, wer sich auf der rechten Seite gemeldet hat, die Hand hoch, dann können wir... Dirk Hirschel war es. Ja, das war ja ein ziemlich ernüchterndes Fazit, was du gezogen hast. All die Versuche über mehr Partizipation, die Leute dann wieder zum Engagement oder die Leute aus unteren gesellschaftlichen Schichten wieder zum Engagement zu bringen, das funktioniert nicht, führt eher zum Gegenteil. Schlussfolgerung ist, ne, wir müssen an die Ungleichheit ran. Die Ungleichheit ist die zentrale Ursache von rückläufiger politischer Partizipation. Das ist ein längerfristiges Projekt, das haben wir gestern schon in aller Ausführlichkeit diskutiert. Was hältst denn du von einem politischen Instrument wie Wahlpflicht? Wie würdest du denn das beurteilen? Das haben wir ja in ein paar Staaten auf diesem Globus, wie würdest du denn damit umgehen? Das würde mich mal deine Einschätzung interessieren. So, wir hatten hier in der Mitte noch eine Wortmeldung, wenn gerade noch mal die Hand hochginge, dass wir das Mikro, sonst gehen wir einfach da hinten noch mal in die Ecke mit dem Mikro. Ja, machen wir es erstmal so. Ja, ich habe eigentlich nur eine Frage zu dieser Streuung, also diese ganzen Punkte der Stadtteile da auf der Trendlinie dargestellt haben. Da würde mich mal interessieren, inwieweit sind Sie denn da bei der Beobachtung dieser Stadtteile über die Statistik hinausgegangen und haben sich da insbesondere mal die relativen Ausreißer vom Trend angeguckt? Weil das wären ja im Prinzip die Orte, wo man, ich sag mal, dort, wo ich zwar eine relativ hohe Arbeitslosigkeit habe, aber immer noch eine vom Trend weggehende
im Positiven weggehende Wahlbeteiligung. Da könnte man ja nochmal sozusagen gucken, inwieweit gibt es denn da eigentlich Ansatzpunkte? Was ist denn da anders gelaufen? Hat man dort ein bestimmtes Politikum vor Ort gehabt, das die Wahlbeteiligung in die Höhe getrieben hat? Oder was war das auch? Weil das scheint mir im Prinzip eine naheliegende Frage zu sein. Wie kann ich eigentlich die Ausreißer vom Trend auch ein bisschen erklären? Bevor Sie das Mikro abgeben, könnten Sie nochmal kurz sagen, sich kurz nochmal vorstellen? So, Entschuldigung, mein Name ist Raoul Didier, ich arbeite beim DGB-Bundesvorstand und habe mich dort auch mit der Steuerpolitik auseinandergesetzt. Ja, vielen Dank. Ja, guten Morgen, Andreas Schulz. Also ich fand die Grafik von Bremen ganz erhellend, weil der letzte Peak war 1998, wo Gerhard Schröder gewählt wurde. Und danach ging es rapide bergab. Das könnte ja auch mit einer etwas geringeren Parteiendifferenzierung zu tun haben, ja? Zwischen denen, die da gewählt werden von den Parteien. Und die zweite Frage ist, politisches Engagement von Geringverdienern, könnte man ja auch die These aufstellen, ja, das sind die Leute, die bei Pegida und anderen Dingen mitmachen, wobei ich jetzt vermute, dass es eher die Mittelschicht ist, die da in Dresden auf die Straße geht. Ja. Okay, wir gehen jetzt auf die andere Seite, bitte auch nochmal, wir nehmen jetzt noch zwei Wortmeldungen, dann machen wir erstmal eine Antwortrunde, nochmal bitte einen Satz auch zu Ihrer Person jeweils. Ja, guten Morgen. Gerhard Sieben aus Bremen. Ich habe zwei Fragen. Die eine Frage bezieht sich auf die letzte Folie, wenn Sie die freundlicherweise noch mal zeigen könntest. Da ist meine Frage, ist die Verursachungsrichtung in diesen Studien sozusagen sorgfältig geprüft, weil man sich ja auch vorstellen könnte, dass die genau andersrum ist. Und die zweite Frage ist, wir fragen uns immer, warum gehen die Leute nicht zur Wahl? Ich glaube, die Frage für die, die nicht zur Wahl gehen, ist viel eher, warum sollten die das eigentlich tun? Was hätten die davon? Okay, wir nehmen noch eine Frage. Wir hatten hier, vorne hatte sich, glaube ich, zuerst gemeldet. Ja, Thorsten Kalliner, Uni Duisburg. Mein Eindruck ist auch, wie der Vorredner gerade sagte, es gibt eine parallele Entwicklung von Ungleichheit und Nichtwahlbeteiligung. Aber ich frage mich auch, kann man jetzt sagen, das ist ein kausaler Zusammenhang oder steckt da vielleicht irgendwie eine Drittvariable hinter, die beides beeinflusst? Und da für mich stellt sich zunächst mal die Frage, warum gehen die Schichten nicht wählen und wie, wen würden sie wählen? Also zum Beispiel in einem Arbeiterviertel, okay, die Mehrheit wählt vielleicht nicht, aber ich glaube, man kann schon sagen, wenn die wählen würden oder in der Vergangenheit haben die eher SPD gewählt. Und da wurde dann auch angesprochen, Hartz-Reform zum Beispiel, haben sich viele halt enttäuscht gefühlt. Deshalb muss man doch auch die Frage stellen, wen würden die Leute denn wählen, wenn sie wählen würden? Also das fehlt mir so ein bisschen in der Ursachenanalyse. Fühlen die sich irgendwie überhaupt durch irgendeine Partei noch vertreten? Okay, soweit erstmal. Vielen Dank für Ihre Fragen und Armin, du hast jetzt nochmal das Wort. Ich beantworte die in der Frage, in der Reihenfolge, wie sie gestellt wurden. Wahlpflicht, ich bin dafür. Ist auch extrem unbeliebt, weil es als Instrument der Gängelung empfunden wird. Ist auch sehr schwer einzuführen in zu einem Zeitpunkt, wo das Ansehen der Parteien sehr niedrig ist. Hätte man 1972 aus meiner Meinung einführen sollen, aber gut, das haben wir nicht gemacht. Der Trend international ist zur Abschaffung der Wahlpflicht. Die Effekte sind völlig eindeutig. In Belgien und Luxemburg beispielsweise und Australien wählen jedes Mal 90%. Man muss aber sagen, die Wirkung einer Wahlpflicht ist ein bisschen ernüchternd. Also sie schafft ein Problem aus der Welt, nämlich die ungleiche Wahlbeteiligung. Sie sorgt nicht für höheres politisches Interesse, sie sorgt nicht für höhere Demokratiezufriedenheit und so weiter. Ja. Es wäre mir aber wichtig genug, aufgrund sozusagen der Folgen, die aus meiner Sicht eine ungleiche Wahlbeteiligung hat. Ausreißer vom Trend, ja, das ist eine gute Frage. Es gibt aber keine Ausreißer vom Trend, kann man sagen. Wo ist sie? Ach, wo sind denn meine? Also ich meine, gut, bei den sozusagen eindeutiger ist es hier. Es gibt sozusagen kleinere Ausreißer, aber im Prinzip bei einer Korrelation, habe ich die hier eingetragen, von 0,9, also ist der Zusammenhang so enorm eng, das kann man sich angucken. In Köln, das war ganz interessant, 2013 gab es ein breites Bündnis, das versucht hat, in einem Stadtteil, nämlich Kalk, zu mobilisieren. Das ist auch ein sehr migrantisch geprägter, armer Stadtteil mit niedriger Wahlbeteiligung.
Und da haben dann Zeitungen und alle möglichen Bewegungen, aber nicht die Parteien, ja, also sozusagen Akteure außerhalb der Parteien versucht zu mobilisieren. Und dort ist die Wahlbeteiligung tatsächlich stärker angestiegen als in allen anderen Stadtteilen, was aber auch erstmal nur 4 Prozentpunkte bedeutete. Also es ist, Mobilisierung ist möglich. Leider ist es auch so, dass wir weiterhin in der deutschen Politikwissenschaft ganz wenig darüber wissen, welche Art von Instrumenten der Mobilisierung funktionieren denn vielleicht. Und auch die Parteien wissen es meiner Meinung nach nicht. Dazu müsste man forschen, kostet aber Geld und das ist schwierig. Hohe Wahlbeteiligung 1998, ja genau. Also wenn die Leute das Gefühl haben, es geht um was. Also das war ja das erste Mal, dass beide Regierungsparteien abgewählt wurden. Dann gehen auch mehr Menschen wählen. Umso größer war die Ernüchterung, die danach eingesetzt hat. Natürlich, also warum sozusagen bricht die Wahlbeteiligung dann so ein? Warum bricht das SPD-Ergebnis so ein? Naja, da gibt es einen Zusammenhang. Ja, also es gab eine Hoffnung 1998 und ich glaube, also es ist nicht ungerecht zu sagen, die Hoffnung wurde im Folgenden dann eher enttäuscht. Pegida, also ich habe selbst nicht zu Pegida geforscht, aber also Herr Vorländer aus Dresden, glaube ich, macht Forschung dazu und also ich weiß dann letztendlich auch nur das, was sozusagen andere in Zeitungen veröffentlicht haben. Ich glaube nicht, dass es sozusagen die Organisation der Einkommensschwachen ist, die jetzt auf die Straße gehen, sondern das ist eher so ein Mittelschichtsphänomen. Ja, Stuttgart 21 ist ein anderes Beispiel, also die sogenannten Wutbürger sind nicht die Repräsentation der Sozialbenachteiligten, ist mein Eindruck. Ich habe aber keine eigenen Forschungsergebnisse. Was wir wissen aus anderen Ländern, also das ist auch, das trifft so die Frage, wen würden die eigentlich wählen, wenn sie wählen gingen? Wir wissen aus anderen Ländern, dass dort, wo es rechtspopulistische Parteien gibt, die ganz stark in dem Milieu erfolgreich sind, wo früher linke Parteien gewählt wurden. Ja? Und das ist dann oft ein Argument, naja, dann sollten wir doch lieber keine Wahlpflicht haben. Am Ende wählen die noch Sachen, die wir nicht mögen. Aber ich würde sagen, aus Sicht der Demokratie ist das kein gutes Argument. Ja? Also dann würde ich eher sagen, vielleicht sollten wir die Anliegen irgendwie versuchen aufzunehmen. Und es gibt einen Zusammenhang zwischen, wie hoch ist die Responsivität, also sozusagen die Übereinstimmung mit dem, was der Bundestag tut, mit dem, was die Menschen wollen, auf der Achse sozusagen Sozialpolitik, Wirtschaftspolitik. Und sozusagen, wenn da die Enttäuschung groß ist, wenden sich Leute sozusagen der anderen Achse zu. Das ist die gesellschaftspolitische. Und da sind dann Rechtspopulisten erfolgreich. Aber also, dass das Wahlergebnis mir nicht passt, ist noch kein gutes Argument, die Wahlbeteiligung niedrig zu halten. Es ist richtig, dass die Kausalrichtung unklar ist. Also die empirischen Studien, die ich zitiert habe, versuchen damit umzugehen, also auf sozusagen statistisch-technische Weise. Aber ich glaube, wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, in der Realität ist es so, dass es ein sozusagen beidseitiges Wechselverhältnis gibt von sozialer Ungleichheit zu politischer Ungleichheit und wieder zurück. Das ist sozusagen jetzt sozusagen statistisch, methodisch extrem unangenehm, ja, weil man dann irgendwelche Tricks braucht. Aber es entspricht, glaube ich, einfach schlicht der Realität. Warum sollte die Kausalrichtung nur in die eine Richtung gehen? Gibt es keinen Grund, das anzunehmen. Und ich glaube, das habe ich schon beantwortet. Ja, ich glaube, ich habe... Okay, also Wesentliches vergessen. Ich kann jetzt leider nur noch 2 Fragen zulassen und es hatten sich schon welche gemeldet. Es war der Herr mit der Brille da hinten in der Mitte und als zweiter Dorothee Spannagel. Und dann gibt es noch, also jetzt nochmal die Bitte, bitte sehr kurz die Fragen zu halten und dann eine ebenso kurze Antwort von Armin. Danke. Christopher Gatz von der Uni Tübingen. Meine Frage schließt eigentlich schon ein bisschen bei der Frage des Herrn da vorne an. Und zwar ist ja bekannt, dass die benachteiligten Schichten immer häufiger dazu neigen, im internationalen Vergleich rechtspopulistische Parteien zu wählen. Aber steigt dadurch dann auch tatsächlich die Wahlbeteiligung? Ja, Dorothee Spannagel vom WSI. Vielen Dank für den super Vortrag. Meine Frage, wie sieht es denn aus, wenn man nicht wählen kann? Also die Möglichkeit anzukreuzen, ich wähle, aber ich wähle keine Partei. Wäre das vielleicht eine Idee? Ich kann wirklich kurz antworten. Ich selber kenne keine Studie, die das systematisch untersucht hätte, ob die Wahlbeteiligung dann deutlich höher ist. Ich vermute, es gibt einen Zusammenhang. Also es gibt eine Angebotsseite und eine Nachfrageseite und die werden zusammenhängen. Ich selber kenne da jetzt aber nicht viele Studien, die das systematisch nachgewiesen hätten. Und naja, wenn man eine Wahlpflicht einführt, dann muss es, also muss die Möglichkeit zu sagen, ich möchte, also man kann sich immer enthalten und es ist auch so, in Belgien sind die, also der Anzahl der ungültigen Stimmen höher als bei uns. Aber man könnte auch die Option einführen, ja, none of the above, sagt man, oder also keine der oben. Das hätte, also sozusagen, hat natürlich Sprengkraft, ja. Also, wenn dann irgendwie 40% sagen, nichts von all dem, also, deswegen sozusagen ist es auch so unbeliebt in der Politik, weil, also, das würde etwas sichtbar machen, was man nicht sichtbar haben möchte.
Und wir haben jetzt eine Reformdiskussion, die gerade läuft, ja, angestoßen, hier im Haus darf man das ja sagen, durch Jasmin Fahimi. Und ich glaube, wir werden lauter kosmetische Reformen sozusagen auf den Weg bringen. Dann kann man montags noch wählen und vielleicht im Supermarkt. Wenn das stimmt, was ich Ihnen heute erzählt habe, und vielleicht werde ich dann widerlegt sein, dann bringt das nichts. Ja? Wenn die Gründe für Nichtwahl soziale Ungleichheit sind, Distanz zu den Entscheidungsträgern, wenn das Gefühl, man hat nichts zu sagen, man hat keinen Einfluss, ja, okay, dann habe ich den also montags auch nicht, wenn ich den sonntags nicht hatte. Von daher, ich bin skeptisch, ob das sehr viel bringen wird. Man kann es gerne probieren. Also ich bin da nicht dagegen, solche Dinge auszuprobieren. Ich wäre nur nicht so optimistisch, was den Effekt angeht. Zu Rechtspopulisten? Ja, das war ja, ob die Rechtspopulisten die Wahlbeteiligung erhöhen. Und da habe ich gesagt, ich weiß es nicht. Gut. Richtig, so war es. Ja, erstmal Entschuldigung, wenn ich jetzt mitleidslos einige noch offenstehende Fragen abwehren muss, dann wir müssen im Programm weitermachen. Der Armin ist ja noch ein bisschen hier und wenn die Fragen unter den Fingernägeln brennen, kann man ihn sicherlich auch noch persönlich ansprechen. Es geht jetzt um 10 Uhr weiter in den jeweiligen Panels. Wir haben also jetzt noch Zeit, auch die Räume gemütlich zu wechseln und vielleicht noch sich einen Kaffee zu ziehen oder Ähnliches. Ich möchte mich bei allen für die Aufmerksamkeit bedanken, für die guten kurzen Fragen und natürlich für Armin für den sehr schönen Vortrag.